Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns den Ryobi R18 DD3 an. Wir starten gleich mit der Bohrfuttergenauigkeit. Ist relativ genau, okay hieß es. Es ist nicht besonders gut, es ist auch nicht schlecht. Es ist, würde ich sagen, Standard. Minimale Drehzahl ist relativ gut, das gefällt mir. Das passt. Und ja, die Zahlen werden ungefähr eingehalten, mehr oder weniger. 1800 sind angegeben und 500, 1760 erreichte. Ist jetzt unglaublich gut im ersten Gang. Ich habe es gesehen im zweiten Gang, 50 Umdrehungen pro Minute. Im ersten sind 12 Umdrehungen pro Minute. Das ist einer von den besten Werten, die ich bis jetzt gehabt habe. Und 480, das passt super von der Angabe her. LED ist auch relativ gut, nicht schlecht auf jeden Fall. Ihr seht, wird alles schön ausgeleuchtet. Relativ hohe Zahl, das passt. LED ist auch mehr als in Ordnung, das passt gut. Dann messen wir noch die maximale Helligkeit der LED und der beträgt 18.880 Lux, was ein guter Wert ist, muss man sagen. Gesamtlänge von 20 cm und der Höhe von 19 cm. Gut griffig. Erster, zweiter Gang sogar gummiert. Das gefällt mir ganz gut gummiert. Die Verstellung ist okay eigentlich. Fühlt sich nicht super hochwertig an, aber es passt schon. Schauen wir uns das Bohrfutter an. Plastik und dann Metall. Ja. Ist auch okay. Ganz gut eigentlich von der Haptik. 3:1. 6,5. Erster Gang. Also 1,9. Achter. Sechs mal 160. Schafft's nicht. Ich will nicht quälen. Ja, nie mit den anderen. Thank you.
So, schauen wir uns die Lautstärke an. Wie ihr sehen könnt, der Ryobi ist bei 81 Dezibel auf jeden Fall einer von den leiseren. Und das ist wirklich super, muss ich sagen, weil ich finde das eigentlich einer von den wichtigsten Faktoren. Weil wenn man viel mit dem arbeitet und meistens hat man keine Lust, wenn man ihn verwendet, einen Gehörschutz aufzusetzen. Deswegen finde ich den eigentlich super, weil also nicht bürstenlose Motoren, also mit Kohlebürsten, die sind einfach viel leiser und viel angenehmer vom Ton. Das gefällt mir, weil es sieht man auch alle, die eben nicht bürstenlos sind, 458, der 1840, der 1840, also von Einhorn und von Bosch, die sind beide extrem leise und auch der Makita für seine Leistung ist extrem leise. Das ist einfach super. So, das Drehmoment für das Geld ist ziemlich stark, muss ich sagen, 17 Newtonmeter. Das ist auf Einhell 18 Hände bürstenlos Niveau, auch auf Bosch 18V40, der kostet ungefähr das gleiche. Also D2 würde ich auf die gleiche Stufe stellen. Ja, also Drehmoment ist in Ordnung. 6,5 Newtonmeter im zweiten, ungefähr 17 im ersten. Das ist alles in Ordnung. Besonders wenn man es fürs Geld betrachtet, finde ich sogar ziemlich gut, weil das reicht für die meisten Sachen, ganz ehrlich, das reicht. So, bei den Schlangenbohrern hat er sich ein bisschen schwerer getan, nicht extrem schwer, aber ein bisschen schwerer. Wie man sehen kann, hat er aber wenigstens alle geschafft, nicht wie der AEG BSB 18G4 oder der Makita 485 oder der Bosch 18V60, weil der hat auch den 32er geschafft und die sind daran gescheitert. Und das ist schon auf jeden Fall ordentliche Leistung, besonders wenn man den Preis sieht von gerade mal, ja, was kostet der? 55 Euro, ist jetzt wirklich super. Also finde ich, 47 Sekunden ist jetzt, der TPCD ist 7 Sekunden schneller, 8 Sekunden schneller. Ja, ich finde das eigentlich super, muss ich sagen. So, und wenn man nun das Gewicht anschaut, dann ist er mit seinen 1120 Gramm nicht so schlecht dabei, muss ich sagen. Das passt eigentlich ganz gut. So, wenn man den Preis anschaut, ist er super dabei für die Leistung, die er hat, muss ich sagen. Weil er hat 17 Newtonmeter, aber er quält sich nicht extrem. Heißt, die haben eine Schutzabschaltung eingebaut. Und das ist gut für die Langlebigkeit, besonders für Nutzer, die gerne übertreiben. Oder wenn ich was teste, dann kann er halt nicht so leicht sterben. Wie die anderen zum Beispiel, wie der Einhell 18840, der hat keine Schutzabschaltung, der dreht ein bisschen vielleicht bei maximaler Belastung, keine Ahnung, 10, 15 Umdrehungen pro Minute macht und dann sterben die. Das ist bei Makita 458 das gleiche. Das ist bei fast allen Motoren, bei fast allen Bürstenmotoren. Bosch 18V40 macht das nicht. So, ein kleines Fazit zum Ryobi R18 DD3. 17 Minuten mit dem ersten, 6,5 im zweiten, gute Abschaltung, 55 Euro, 81 dB ist gut, gute Verarbeitung, 1100 Gramm ist leicht, gute LED, gutes Bohrfutterkupplung in Ordnung, gibt nichts zu meckern, kann ich klar empfehlen. Alle Akkuschrauber sind unten verlinkt, wenn es über Link kauft und da jetzt mich unterstützen. Vielen lieben Dank, also egal was, müsst keinen Akkuschrauber kaufen, könnt auch was anderes machen, aber nur einen Link verwenden, das wäre super nett von euch. Vielen lieben Dank fürs Schauen, für alles. Servus, danke und ciao.